Hallihallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für die neue Tonic Craft Kit Box und ich möchte euch zeigen, was diesmal drin ist im August. Dazu packe ich mal als allererstes die Tüte mit den Goodies beiseite und gucke kurz in den Ordner mit den Stempeln und Stanzen drin, denn hier verbirgt sich ja wie immer der Name des Kits und da geht es diesmal um ein Winter Advent Starbucks Inhalt. Wie immer könnt ihr hier über den QR-Code euch auch ein paar Inspirationen holen. Und bei den Stanzen ist hier auch eine Anleitung für die Box dabei. Die zeige ich euch nachher noch mal ein bisschen genauer. Genau wie auch das Stempelset und wie alle Stanzen genau aussehen. Und als allererstes zeige ich euch das Papier, was es diesmal im Set drin gibt. Ich fächere das hier mal so ein bisschen auf, damit ihr die schönen Farben mal einmal gesammelt seht. Das ist diesmal alles in total schönen Blautönen gehalten, also Blau, Silber, Weiß. Und dann fangen wir mal hier vorne an. Also hier als allererstes haben wir, also vorne und hinten ist Weiß. Sehr stabil. Das ist der 300 Gramm Smooth Cardstock, also perfekt für die Box als Basis. Dann haben wir hier drei Farbtöne von dem Classic Cardstock. Das ist immer der mit dieser schönen Leinenstrukturprägung, die auf der Vorderseite ist, auf der Rückseite nicht. Hier haben wir einmal Bright White, Arctic Blue und French Blue als Farbtöne und als Grammatur sind das 216 Gramm. Dann hier, einige kennen es sicher schon, das ist eins meiner Lieblingspapiere von der Prägung her. Das sieht einfach total schön aus. Hinten ist es komplett weiß und auf der Vorderseite hat es diesen wunderschönen Schimmer durch die Prägung. Also fast so wie so ein Schuppenpanzer. Und das hat ungefähr 150 Gramm, nennt sich Hailstorm. Dann haben wir auch wieder ein Pearlescent Card mit dabei. Also hier seht ihr schon den sanften Schimmer. Der ist auch von beiden Seiten. Und dieses schöne hellblau nennt sich auch passenderweise Caribbean Sea und hat eine Grammatur von 250 Gramm. Dann gibt es diesmal passend für Winter, Schnee, Eis den Glitter Cardstock. Auch der mit 250 Gramm. Und der Schimmer hier, der geht auch nicht ab. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Den kann man auch super gut stanzen. Der ist dafür super geeignet. Und als letztes haben wir dann noch die Mirror Cards, also hier sieht man ja immer so richtig schön, wie der ganze Regenbogen an Farben sich hier drauf spiegelt. Ist nur auf der Vorderseite, auf der Rückseite nicht. Auch hier wieder 250 Gramm. Und das sind einmal die ganzen Papiere aus dem Set. Ich lege die mal hier so ein bisschen hoch. Und dann mal gucken, was sich hier noch alles drin verbirgt. Da hätten wir einmal die Vintage Drops und zwar in der Farbe Chalkstick. Dann hier einmal French Blue Stripe Baker's Twine. Also damit kann man natürlich super gut die Boxen zuschnüren bzw. kleine Anhängerchen machen. Dann ist jetzt hier Pure Sheen Sequence und Pure Sheen Glitter, einmal jeweils in Saphir Blue, also so ein richtig schönes Dunkel, Saphirblau. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gibt es hier von den beiden Sorten eventuell unterschiedliche Farbtöne im Set, aber ihr bekommt auf jeden Fall immer einmal Sequence und einmal Glitter, nur aber eventuell noch in anderen Farben. Dann hier ist die Glacier Paste. Die ist hier auch in einem sehr hellen Cremeton. Ich suche gerade nach dem Namen. Hier steht
Winter White, ne, hier ganz klein. Dann gibt es hier ein paar kleine, ja, ich würde sagen, Regentropfen könnte man fast sagen. Also die sehen auch, oder auch Wassertropfen, so kleine, seht ihr das, facettierte Steine, die man dann aufkleben kann. Dann haben wir hier noch das Nuvo Glitter Essence, 50 ml. Und das ist dann zum Akzente sozusagen setzen. Das probiere ich dann aber auch gleich nochmal aus. Und dann gibt es jetzt hier drei Marker, Nuvo Marker. Das sind Alkoholmarker, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und ich habe jetzt hier die Farben Skylight Blue, Bariton Blue und Forget Me Not Blue. Also relativ ähnlich, wahrscheinlich eher so von der Farbreihenfolge, von hell nach dunkel. Mit zwei verschiedenen Spitzen, sieht man auch. Also einmal, oh, die sind fest zu, damit sie nicht auslaufen. Einmal eine relativ feine Spitze und auf der anderen Seite eher eine dicke Spitze, womit man flächig arbeiten kann. So, das male ich und benutze das mal alles ganz kurz, klebe das auf als Beispiel, damit ihr auch seht, wie das ausgepackt aus, und packe noch die Stanzen aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier seht ihr jetzt den Traum in Blau, Weiß und Silber einmal ausgepackt. Ich habe euch hier mal die ganzen einzelnen Sachen hingestellt oder hingelegt, besser gesagt, und zeige euch jetzt mal, wie die aussehen. Hier, damit ihr quasi auch die Effekte so ein bisschen sehen könnt im Licht. Na, also die Vintage Drops, beziehungsweise grundsätzlich bei den Drops ist ja immer zu sagen, die brauchen eine Weile zum Durchtrocknen. Ihr seht jetzt also hier die Drops, die gesetzt sind, relativ frisch. Die glänzen natürlich noch. Je nachdem, wie dick die sind, brauchen die bis zu 48 Stunden. Damit ihr aber den Effekt, also von diesem Chalk Stick, nennt sich ja der Farbton, sehen könnt, habe ich es da mal ein bisschen dünner aufgetragen. Ansonsten hier die Glitter Accents. Wenn man es jetzt hier aus der Tube auftragen würde, würde man jetzt hier so eine, ich sag jetzt mal, dickere Wurst bekommen. Ich habe es hier aber jetzt auch mal ein bisschen verwischt. Also ihr seht auch, das ist ganz fest. Und also man kann damit auch Punkte setzen, aber ich finde es halt schöner, wenn man es dann hier so ein bisschen entweder verreibt oder mit dem Spachtel ein bisschen drüber zieht. Dann haben wir hier unten die Glacier Paste. Also ich finde, die schimmert extrem krass im Licht. Also von den ganzen drei Sachen finde ich die am schönsten. Hier einmal durch den Stencil aufgetragen und hier einfach mit dem Finger quasi auf dem Papier verwischt. Also der Schimmer sieht echt cool aus. Dann haben wir hier einmal den Pure Sheen Glitter und die Sequins in Saphir Blue. Hier einfach mit ein bisschen Kleber aufgetragen und dann den Glitter drüber gestreut, damit ihr die Farbe da einmal sehen könnt. Und die Sequins, die haben alle dieselbe Größe. Einmal von vorne, einmal von hinten. Und dann habe ich hier mal, ich bin ja jetzt nicht der Alkoholmarker Pro, bei weitem nicht, aber ich habe euch hier mal die Strichstärken von dem dünnen und einmal von dem dicken Marker aufgemalt. Hier sind auch die drei Farbtöne zu sehen und das ist jetzt hier natürlich nur ein Stück Cardstock, dementsprechend verblendet das auch nicht so gut. Wenn man die drei Farbtöne hier hintereinander blendet, dann kriegt man da einen schönen blauen Verlauf. Kann man natürlich super für einen Winterhimmel oder ähnliches benutzen. Das einmal zu den Sachen. Achso, und die Schleife natürlich hier mit dem Twine nicht zu vergessen. Also ich finde, farblich passt das extrem gut alles zusammen. Und dann haben wir ja noch das Stanz- und Stempelset. Das Stanzset. Das sieht jetzt nicht so viel aus, aber ich muss dazu sagen, diese Stanzen hier, die jetzt hier einmal in den großen Sternen mit drin sind, die sind so variabel gestaltet, ihr könnt die untereinander tauschen. Also ihr seht ja hier, diese ganzen Stanzen sind einzeln. Also hier auch die Dreiecke mit dem Rand, mit dem unterschiedlichen, die sind hier alle einzeln gesetzt, auch die Innenleben sozusagen. Das heißt, ihr könnt den geraden Rand auch mit dem Motiv kombinieren oder mit dem. Hier auch diesen Wellenrand mit den anderen Innenleben. Also da habt ihr wirklich extrem viel Spielmöglichkeiten. Ihr könnt die entweder direkt hier dann
aus der Box Grundform ausstanzen oder halt separat, ne, dafür gibt es ja dieses Grunddreieck, und dann einfach aufkleben. Dann gibt es hier das Mittelteil für den mittleren Part der Box, noch ein kleines Zuckerstangenanhängerchen, und hier diese großen Anhänger kann man wunderbar auch mit diesem Zwischenstück kombinieren, damit ihr das mal seht. Das funktioniert so, dass man das hier quasi in der Mitte einfach umklappt. Dann klebt ihr hier das sozusagen einfach an, ne? Und dann habt ihr hier einen Anhänger, den ihr auch an einen Baum, an ein Geschenk oder ähnliches hängen könnt, ne? Das ist das. Und ansonsten habt ihr hier einmal die komplette Zahlenreihe und noch ein paar Schneeflocken. Und damit eignet sich diese Box natürlich auch super ideal als Adventskalenderbox, wie der Name ja schon sagt. Hier einfach die unterschiedlichen Zahlen, und das kann von entweder von 0, also von 1 bis 24 gehen. Ihr könnt aber auch nur an den Adventssonntagen zum Beispiel die dafür spezielle Boxen machen oder als kleines Giveaway für zwischendurch oder halt um ein paar Süßigkeiten für ein Mitbringsel zu Weihnachten mit einzupacken. Und die Stempel, die in dem Set noch mit drin sind, habe ich euch auch einmal abgestempelt. Da haben wir hier Noel, Peace, Merry Christmas, Joy, Winter Wishes, Hugs and Kisses, dann North Pole Delivery, also hier mit einem kleinen Center. Und hier dieses Element lässt sich dann natürlich super gut in die Sternbox stanzen. Deswegen lege ich das mal drauf. Und wie diese Sternbox am Ende aussieht, das Stanzteil wirkt ja jetzt relativ unscheinbar, habe ich euch hier mal einmal zusammengebastelt. Also die ist so an sich relativ groß, ne? Und die hat hier so zwei kleine Öffnungen, wo man dann was reinpacken kann. Ne? Seht ihr hier? Und dann klemmt man die einfach wieder zu. Das mache ich jetzt mal nicht, weil das durch die Kamera ein bisschen fupselig ist. Und was ich hier meinte mit den einzelnen Ausstanzungen, ihr könnt natürlich die entweder so ganz plan lassen, wie ihr sie haben wollt, oder ihr könnt zum Beispiel hier auch ein paar von den Verzierungen einfach direkt ausstanzen, und damit hat das schon gleich einen ganz anderen Effekt, ne? Ja, das ist dann einmal quasi alles zum Set. Dann habt ihr mal alles auf einen Blick. Und ich persönlich finde alles extrem gut und harmonisch aufeinander abgestimmt. Also gerade diese ganzen Silber-Blau-Glitter-Silbertöne passen natürlich perfekt für den Winter, aber auch sonst für alle Blauliebhaber wie mich zum Beispiel ein wunderbar abgestimmtes Set. Und mir bleibt nichts anderes, als euch jetzt noch viel Spaß damit zu wünschen. Wer es sich holt, ich denke, ihr werdet damit sehr viel Freude haben, und bleibt weiterhin kreativ und viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.